Also wenn sich ein paar Leute hier im Prenzlauer Berg trafen, war es ein ganz normales Gespräch, dass man eine halbe Stunde über Sascha Andersson gesprochen hat. Wie er aufgetreten ist mit der Band, das war so stark. Der hatte so eine erotische Körpersprache. Nein, er hatte eine bestimmte Ausstrahlung, die direkt ins Unterbewusstsein ging. Was er dann gemacht hat, sag ich mal, als Kunstpapst der Underground-Szene in der DDR, das hat, ich meine, absoluter Spielertyp, der mit seinen Freunden spielte, mit Journalisten spielte, mit Diplomaten spielte und mit der Stasi auch. Irgendwann habe ich gemerkt, dass es regelmäßig ist, sich morgens früh aufstand, drei Spiegeleier briet und verschwand. Und dann kam er nachmittags um drei, um vier wieder und ich dachte nachher, der hat eine Geliebte, wo er nur morgens erscheinen darf. Jetzt weiß ich, dass das immer seine Führungsoffizierstreffen waren. Er hat immer gelogen, immer irgendwie und das gehört mir natürlich auf die Nerven gegangen. Und, aber das gehört, ja. Sascha ist eine Person, die setzt sich aus Wahrheit und Lüge zusammen. Ja, geht ja nicht, ist verloren. Gut, ist erledigt. Gescheitert. Mal, wer bist du denn? Entweder bin ich weiß oder schwarz, je nachdem. Es ist schwer, damit umzugehen. Ich bin nicht mehr getäuscht. Ich bin enttäuscht. Wenn man da immer noch den Verräter und das Böse oder überhaupt das ganz Böse sieht, also das finde ich zu eng. Mir ist es zu eng alles. Das war ganz schön erschütternd. In anderen Gesellschaften hätte man ihn nicht überleben lassen. Da steht auf Freundesverrat der Tod. Vor dem Gartenhaus stehen drei Birken. Die heißen Schuld und Sühne. Ich weiß, welche die Liebste mir ist. Ich kann doch nicht hingehen und sagen, entschuldigt. Ich bereue, entschuldigt.